Generation X, Generation Y, das ist schon lang Vergangenheit. Was jetzt kommt, ist die Generation Z. Facebook ist ebenso Vergangenheit. Das Einzige, was zählt, ist Instagram. Aber ist das wirklich so? Ist die Jugend so leicht, kommunikativ auszurechnen? Oder ist das nicht vielleicht doch alles differenzierter? Was bewegt die nächste Generation? Und wie können wir sie bewegen? Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen bei den Digital Business Trends, der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von APA und Styria Digital One. Matthias Rohrer ist Studien- und Projektleiter am Institut für Jugendkulturforschung. Es gibt so drei große Entwicklungen, würde ich sagen, wenn es um die Wünsche von jungen Menschen geht im Bereich der Kommunikation. Das ist, sie wollen bildzentriert angesprochen werden. Es ist ihnen ganz wichtig, dass Geschichten erzählt wird, dass in der Kommunikation Emotionen geweckt werden. Und wenn man das quasi nicht hinbekommt, dann kommuniziert man auch bei den jungen Menschen vorbei. Niklas Wiesauer ist Managing Director Innovation and Strategy bei Mindshare. Genauso wie die Digitalisierung uns schon länger beschäftigt, ist auch Social Media natürlich ein Faktor, der Marketing total verändert. Social Media noch viel mehr, wenn es um Schnelligkeit geht. In der Digitalisierung war es quasi mit Bannerwerbung ein Schritt, dann mit E-Mail-Marketing und Co. Im Social Media Bereich geht es noch viel schneller, gerade durch Influencer, durch unterschiedliche Plattformen, die unterschiedlich genutzt werden. Und es challenged alle Marketingleiter, was cool ist. Und es bringt sie dazu, dass sie umdenken müssen, was uns in eine sehr spannende Zeit führt. Martina Marx ist Chefredakteurin von Futter, dem jungen Medium für junge Menschen der kleinen Zeitung. Wir merken sehr stark, dass wir uns nicht mehr auf einen Kanal verlassen dürfen. Also nur Website oder nur Facebook, das ist zu wenig. Wir müssen über mehrere Kanäle versuchen, unser Publikum zu erreichen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben als Ausgang einen Artikel über eine Redakteurin von uns, testet Quidditch. Da würden wir auf Instagram nie einfach nur den Link posten in der Story, sondern da machen wir ein kurzes Video draus mit einem kurzen Erfahrungsbericht und erst dann posten wir den Link. Auf Facebook würde es zum Beispiel funktionieren mit einem Foto und einem weiterführenden Link zur Website. Und so müssen wir jeden Tag schauen, wie wir unsere Inhalte für die verschiedenen Kanäle richtig aufbereiten. Timo Zöller leitet die Abteilung Customer Interaction bei A1 Telekom Austria. Die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten und erhält natürlich auch Einzug in unser Familienleben. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist immer wieder die Frage, was lasse ich wann zu? Wann gibt es das erste Handy? Wann darf ich die ersten Serien vielleicht auf irgendeinem Streamingdienst schauen oder vielleicht auch den traditionellen ORF? So diskutieren wir beispielsweise bei Internet für alle mit Jugendlichen, aber auch mit Eltern darüber, wie man die neuen Medien einsetzen kann, welche Chancen es dadurch gibt, aber auch welche Gefahren vielleicht in dem ein oder anderen Nutzungsverhalten liegen. Generation Z ist komplett in einer digitalen Welt aufgewachsen. Das hat starke Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sie kommuniziert, die Welt wahrnimmt und konsumiert. Doch wir wissen, jede Generation und jede Neuerung von Technologien bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Gerade für die Wirtschaft ist es jetzt wichtig, altbekannte Kommunikationsmuster neu zu überdenken. Die Generation Z erreicht man nach wie vor online und offline am besten. Offline gibt es spannende Aktionen, Guerilla-Marketing zum Beispiel, wie man die Zielgruppe perfekt erreicht. Online sind es vor allem ganz viele soziale Netzwerke, wobei die Streuung sehr wichtig ist. Instagram, TikTok und auch WhatsApp sind hier im Vordergrund für uns. Auf Snapchat erkennt man Trends sehr früh, noch früher als auf Instagram. Und auf Facebook kommen die Trends nachher ganz am Ende erst an, würde ich sagen. Das heißt, wenn man die Jugend erreichen möchte, muss man ganz klar die Zielgruppen definieren und dann sich anschauen, auf welchen Kanälen man das teilt und wie man es am besten teilt, mit welchen Informationen. Ich denke, dass es sich hauptsächlich dadurch bemerkbar macht, dass wir so gewohnt sind, dass der Ältere, der mehr Berufserfahrung hat, derjenige ist, der den Jüngeren erklärt, wo es lang geht, was wichtig ist. Und das hat sich in der letzten Zeit ein wenig gewandelt. Allein durch den Unterschied, die Millennials oder die Generation Z ist mit den digitalen Medien aufgewachsen und kommt jetzt in die Position, vielleicht den Älteren etwas zu erklären. Und das kann durchaus schwierig sein.